da entsteht dann auf einmal so eine Flussbewegung, die man nicht beeinflussen sollte. Also als hätte ich da gar keine Kontrolle drüber. Und dann kommt das so wie Audio erbrochenes, kommt das irgendwie intuitiv aus einem raus. Und das, was dann noch fehlt, ist die linke Gehirnhälfte, die das versucht, ein bisschen zu ordnen. Das sagt der Pianist Martin Kohlstedt. Wenn der seine rechte Gehirnhälfte einfach mal machen lässt, kommen dabei ziemlich geniale Instrumentalstücke raus, so wie das hier. Wer Martin Kohlstedt schon mal live am Klavier gesehen hat, der weiß, der Typ lebt dieses Instrument. Oder besser gesagt, er blüht an so ziemlich allem auf, was Tasten hat. Denn auf seinem neuesten Album Feld, da strapaziert er auch jede Menge Synthesizer. In dieser Folge hört ihr, wie der Song Mod entsteht. Hier ist der Popfilter am Mittwoch, den 5. April. Ich bin Gregor Schenk. Hi. Hallo, ich bin Martin Kohlstedt. Ich bin eigentlich Pianist, aber da kommen immer mehr Instrumente dazu. Es ist viel Elektronik, Ambient und sehr, sehr viel Intuition. Ich bin gar nicht so der Frickler. Die Musik entsteht bei mir wie meine Live-Improvisation. Ich bin auf der Bühne auch eher gewillt zu improvisieren, eigentlich komplett. Ich entscheide mich dafür Tonarten und dann geht es irgendwie los. Und so war es auch mit Mod. Ich weiß, dass ich mit dem Rhodes, dem Fender Rhodes begonnen habe, so ein Ende 60er Gerät. Ich bin sehr großer Freund davon und habe einfach ein bisschen auf dem Rhodes gespielt. Und immer dann, wenn man nicht möchte oder wenn man noch nicht drauf achtet, passieren gute Dinge. Ich habe dann noch eine Art einfache Beatstruktur aufgenommen mit der Handsonic, also händisch, ohne dass ich da irgendwie was programmiert hatte. Und dann kam das eigentlich wichtigste Element von Mod, nämlich dieser Sidechain-Synthi, der immer so hin und her pendelt. Aber den habe ich nicht programmiert, sondern auch händisch gespielt. Deswegen zieht der so hinterher und ist quasi wie so eine schwerfällige Götterspeise, die vom Beat so hinterhergezogen wird. Ich hatte einfach das erste Mal vor, so einen richtigen Drop auch auf so ein Album zu packen, obwohl ich eigentlich immer Freund von meditativer Vorgehensweise bin, aber das war in dem Titel sehr nötig, diese Welle einmal anzustoßen. Für mich ist Mod halt einfach so ein Ozean und obendrauf dieses Weißwasser ist halt dieses White Noise Zeug und das ist die ganze Zeit so am Schwappen und die Wellen kommen aber von allen Seiten. Ich muss zu Hause sitzen in der Wohlfühlumgebung. Das ist wie so eine Holzpyramide, das oberste Dachgeschoss einer schönen Weimarer Villa. Eigentlich war es mal eine Stasi-Villa und eine riesige Antenne war genau da drin. Glücklicherweise kann man es jetzt für was Schöneres benutzen. Und das ist so frei und so hohe Decken und Fenster sind rundum und die Sonne wandert quasi wie eine Uhr einmal um alle Fenster des gesamten Geschosses, quasi wie ein großer Raum. Und darin kann man nicht nur wunderschön irgendwie sein und walten und leben, sondern ist halt auch eine wahnsinnig gute Werkstatt. Und Weimar spielt einem da auch so ein bisschen den Pass noch zu, dass da ab 8 Uhr kaum noch Verkehr ist und deswegen kann man da wirklich eine Studiosituation herrschen lassen. Ich meine, auf meinem Album Flur hört man sogar die einzelnen Vögel, die mit bei mir auf dem Dach lagen, noch mit auf den Klaviermikrofonen. Und so kann man dann halt analog versus digital aufgenommene Sachen ja, weiter Kontraste walten lassen und so. Und irgendwie ist das ein super Reaktor da oben unter diesem Dach. Ich bin sehr glücklich darüber, dass Mod eins der allerersten Stücke war, die sich gebildet haben. Und das innerhalb von guten 90 Minuten. Das war der Beginn einer neuen Art, auch elektronische Stücke entstehen zu lassen, die ja sonst eher im Baukastenprinzip oder Ableton-Prinzip irgendwie, es ist eher so ein frickelndes Suchen, während ja Mod einfach, also wirklich, bin ein bisschen stolz auf den. Mod ist für mich einfach der absolute Aufbruch.
Martin Kohlstedt mit seinem Song Mod. Übrigens, Martin Kohlstedts Leidenschaft ist nicht nur die Musik, sondern auch der Wald. Er hat von seinem Ersparten in Thüringen 2,5 Hektar Land gekauft und dort schon über 4000 Bäume gepflanzt. Könnt ihr euch alles anschauen auf seiner Webseite, die verlinke ich euch in den Shownotes. Das war der Popfilter für heute. Ich bin Gregor Schenk und morgen, da erfahrt ihr, was die Düsseldorf Düsterboys mit Hildegard Knef gemeinsam haben.